So, da sind wir wieder. 19 Uhr, Montag. Wir haben den 16. Juli. Einen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen DZ Bank Webinarrunde Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Das Motto des heutigen Abends wird sein: Märkte am Montag, Einzelwerte im Fokus. Und Sie sehen schon, wir haben uns Verstärkung in die Webinarreihe geholt. Mein Name ist Markus Landau und ich werde Sie die nächsten Dreiviertelstunde, nächste Stunde begleiten und das Webinar moderieren. Heute Abend zum ersten Mal bei uns zu Gast unser neues Referententeam von Feingold Research, Benjamin Feingold und Daniel Saurens. Ja, wir wollen so ein bisschen Abwechslung in die Webinarreihe bringen und deswegen haben wir heute zum ersten Mal ein neues Referententeam an Bord, aber dazu gleich mehr. Ich habe die beiden ja schon in den vergangenen Webinarrunden angekündigt und freue mich riesig, dass wir heute das gemeinsame Webinar starten können. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, was bei uns heute auf der Agenda steht und dazu springe ich gleich mal auf die erste Seite, wenn es denn funktioniert. Da haben wir die Folie vorliegen. Ja, es wird eine kleine Vorstellungsrunde geben von Benjamin und Daniel. Wir werden Ihnen so ein bisschen verraten, was Sie in der Vergangenheit so gemacht haben, getrieben haben und was Sie derzeit aktuell machen. Ich springe nochmal so ein bisschen zurück. Da sehen Sie nochmal die beiden Bilder. Links ist mein Bild zu sehen, dann in der Mitte den Benjamin Feingold und rechts den Daniel Saurens. Dem einen oder anderen von Ihnen werden die beiden Gesichter ja bekannt vorkommen, bestimmt. Ja, wie werden wir hier verfahren heute? Wir fangen erst einmal an, dass die beiden, ich springe mal wieder zurück, dass die beiden erstmal so ein bisschen übergeordnetes Bild über die internationalen Aktienmärkte abgeben werden. Dann kommen wir zum zweiten Tagespunkt. Und Sie sehen es hier, dick und fett Einzelwertanalyse zu Daimler und Wirecard. Naja, Daimler hat momentan natürlich so ein bisschen mit den Strafzöllen von Amerika zu kämpfen. Und wir hatten ja am Jahresanfang einen Daimler-Kurs von 75 Euro. Er ist derzeit so ein bisschen abgeschmiert auf 55 Euro. Schauen wir mal, was da in der nächsten Zeit so angesagt ist. Und wir haben eine relative niedrige Volatilität immer noch in diesem Wert. Wirecard hingegen kennt nur eine Richtung und zwar nach oben. Und wir haben da am Jahresanfang eine 100-Euro-Marke gesehen und sind derzeit knapp bei 150 Euro. Und hier ist die Volatilität auch ein bisschen höher. Wir haben da eine historische Volatilität momentan von knapp 38, also deutlich höher als bei Daimler. Ja, und diese beiden Werte stehen heute im Vordergrund. Und ja, Wirecard ist auch ein sehr interessanter Wert als Kandidat für den DAX-Aufstieg in den nächsten Monaten. Punkt 3 haben wir Trading-Strategien für Sie. Wir werden dann hauptsächlich auf Endlos-Turbos eingehen, aber vielleicht, wenn wir ein bisschen Zeit haben, vielleicht auch mal eine andere Kategorie beleuchten, und zwar die Discount-Calls, Discount-Optionsscheine und dazu aber auch gleich mehr. Insofern möchte ich dann nochmal weitergehen, muss Ihnen natürlich die rechtlichen Hinweise wie immer vorlesen. Das sind drei Punkte, die hier auf der Folie stehen. Zum einen ist das der erste Punkt, der besagt, dass das Webinar sich nur an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten richten. Dann haben wir hier noch einen zweiten Punkt, und zwar, dass die Produkthinweise zu den Hebelprodukten, die hier in dem Webinar erfolgen, nur zu Demonstrationszwecken zu verstehen sind und es hier keine Anlageberatung oder Empfehlung gibt. Dann haben wir noch natürlich zwei Risiken, die Sie nicht vergessen sollten, wenn Sie mit Hebelprodukten agieren. Zum einen haben wir ein Totalverlustrisiko und ein Emittentenrisiko, sprich die Möglichkeit, dass der Emittent ausfällt. Und diese beiden Risiken müssen Sie natürlich im Hinterkopf behalten, auch abhängig davon, wie lange Sie ein derartiges Produkt halten möchten. Ja, und dann kommen wir doch schon auch gleich zum ersten Tagespunkt. Ich glaube, das ist sehr interessant für Sie heute, einfach mal so ein bisschen ersten Eindruck zu bekommen für diejenigen, die die beiden nicht kennen, was eben bei Ihnen so in der Vita steht. Und ja, ich möchte jetzt abgeben, dass ihr euch gleich kurz vorstellt und dann loslegt mit der übergeordneten Sicht der internationalen Aktienmärkte. Genau, Daniel, soll ich anfangen, ja? Gerne. Ja, du bist der Ältere, du darfst anfangen. Gut, dann ja, rufe ich doch gleich mal unsere Internetseite oder unseren Internetauftritt an. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Benjamin Feingold ist mein Name. Markus hat es in der Einführung gesagt. Und ja, Daniel und ich sind langjährige Kollegen bei der Börse Online und FTG gewesen und haben uns seit einigen Jahren ja unser eigenes Portal aufgemacht. Feingold Research heißt das Ganze. Wir behandeln dort nicht nur Gold oder Feingold, sondern eben auch alle Assetklassen hier. Ja, für aktive Anleger, die eben
ja, ein paar Ideen auch bekommen wollen. Also wir erklären die Zusammenhänge an den Märkten plus eben Ideen, Investmentideen, wie man diese Meinung an den Märkten umsetzen kann. Und ja, ich persönlich beschäftige mich seit mehr als 25 Jahren mit Börse und ja, es ist immer wieder spannend und eine Herausforderung hier, dieses Börsenpuzzle zu lösen. Ich glaube auch für dich, Daniel, oder? Genau, und ich würde mir mal den Bildschirm holen, denn ich glaube, deiner war gerade nicht zu sehen, sondern noch der von Markus. Moment mal gerade. Ja, stimmt, du hast den, glaube ich, nicht genommen. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ja. Genau, das mache ich aber jetzt mal. Okay. So, da seht ihr nämlich mein Bildschirm, das ist auch der gleichzeitig der Startbildschirm von Feingold Research. Und ja, da könnt ihr schon ganz gut sehen, oder Sie können gut sehen, mit was wir uns den ganzen Tag beschäftigen, mit den Märkten im Allgemeinen, mit natürlich passenden Produktempfehlungen, mit Übersichten, ja, eben zum Marktgeschehen und konkreten Anlageideen, Empfehlungen und so weiter. Und das kann auf der mittelfristigen Perspektive passieren, dass wir Anlageprodukte empfehlen oder auf der sehr kurzfristigen Seite, so wie heute, Deutsche Bank, kommen wir vielleicht gleich beim Marktüberblick noch zu. Aber da möchte ich gleich mal auch auf die Seite unseres Partners wechseln. Da können Sie sich nämlich schon mal einen Überblick überschaffen, wo wir am Markt gerade stehen. Noch ein paar Worte zu mir. Ja, also ich habe mit der Börse angefangen, so Mitte, Ende 90er, also die neue Markt-Euphorie habe ich mitgenommen. Ich habe Lehman komplett mitgenommen. Meine erste Aktie war Edelmusik. Ich glaube, damals noch relativ teuer gehandelt bei der ortsansässigen Bank zu einem kleinen Ordervolumen. Das hat sich nicht richtig gelohnt, im Kurs schon, aber das meiste an die Gebühren aufgefressen. Und ja, so eben jetzt, ich glaube, dieses Jahr 22 Jahre her, dass ich meine erste Order abgegeben hatte. Und ich habe witzigerweise heute gelesen, dass wir seit 1984 die längste Zeit haben im S&P 500, dass wir in einer Range von 10% abgestürzt sind und uns dann aber nicht erholt haben. Also es holt einen immer wieder ein, was man so erlebt hat, aber Benjamin hat ja den 87er-Crash, glaube ich, wenigstens noch touchiert, sozusagen mit Erfahrung. Ich bin dann quasi ab neuer Marktcrash eingestiegen. Und ja, habe in Mainz studiert, Gutenberg-Universität, kann ich sehr empfehlen. Schöne Stadt auch, BWL studiert, bin dann zur Börse Online und später Financial Times und Kapital, Börse Online. Und dann haben wir uns selbstständig gemacht. Und jetzt sind wir hier und machen mit Ihnen das Webinar. Genau. Und prima. Und jetzt vielleicht ganz kurz, wir haben ja immer so kleine Zeitverzögerungen. Danke, Daniel. Du hast jetzt gerade unsere Webseite so von der DZ Bank auf dem Screen. Man sieht das, ich möchte das einfach nochmal ganz kurz für diejenigen, die die Seite nicht kennen, da oben. Vielleicht kannst du es nochmal umranden, wie die Internetseite ist, da oben im Suchfeld. Also dzbank-derivate.de, das ist die Seite, unsere Emittentenseite, wie sie im Prinzip Produktinformationen, aber auch News und viele andere Informationen bekommen können. Genau, eine schöne übersichtliche Seite, wie ich finde, also kann man gut mitarbeiten und können wir uns natürlich auch live direkt, weil ihr ja nach 18 Uhr auch die sozusagen nachbörslichen Kurse anzeigt, angucken, wo wir sind. Also 12.572 am Markt. Und wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich dann vielleicht mal anfangen, oder Markus oder wer auch mag, mit einer kleinen Übersicht zum Gesamtmarkt, wo wir heute so uns befinden. Ich denke, ihr könnt das übernehmen und ich würde dann wieder auf der Produktseite dazustoßen, wenn wir dann auf unserer Seite mal verschiedene Produkte beleuchten. Ich glaube, wir wollten anfangen mit Daimler und würden dann als zweiten Wert Wirecard beleuchten. Vielleicht fangt ihr kurz an mit Daimler. Genau, ich leite mal etwas ein vom Markt, damit wir noch ganz kurz vielleicht zusammenfassen, wo wir gerade uns denn befinden. Denn ich finde, es ist ein sehr interessanter Markt für alle, die jetzt über den Sommer handeln. Ein bisschen kurioser Markt. Wir haben einen Rekordhoch an der US-Technologiebörse, an der Nasdaq, hatten am Freitag die
extrem ungewöhnliche Situation, das ist wirklich fast schon sensationell zu nennen, dass fast die Hälfte des Umsatzes bei den US-Tech-Aktien auf Netflix und Amazon entfiel. Übrigens heute Abend Netflix dann mit Zahlen. Und gleichsam haben wir auch das Phänomen, dass Dow Jones und S&P 500 natürlich noch ein Stück von ihren Rekordhochs weg sind. Der DAX ja auch ziemlich genau 1000 Punkte vom Rekordhoch weg. Aber die US-Aktien im Technologiesektor ziehen nach oben. Und wer bei uns bei Fangold Research häufiger mal vorbeikommt, wir besprechen das ja auch sehr häufig, gerade diesen Einfluss der großen FAM-Aktien, also Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, und beschäftigen uns eben damit, wie groß der Einfluss ist, warum die gewichtigen Investoren am Markt da so drauf stürzen und welche Implikationen das eben haben könnte. Und es ist, um es mal kurz zusammenzufassen, so, dass gerade Trendfolger danach gucken, was ist denn besonders toll gelaufen, und dann füllt sozusagen die Story die Story. Das heißt, Titel, die ohnehin schon teuer sind, werden noch weiter gekauft, einfach weil der Trend stimmt und weil man damit vermeintlich ja auf die Sieger setzt, zumindest auf die Sieger der letzten Wochen, Monate und vielleicht Jahre. Das kann sich irgendwann eventuell rächen, wenn der Markt vielleicht mal unter Druck kommt und dann das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, nämlich großen Fluss in die Indizes und in die großen Werte, sich mal umkehrt. Aber bis jetzt haben wir das noch nicht gesehen, und im Grunde haben wir ja auch seit 2009 März noch keine allzu großen crash-ähnlichen Züge gesehen am Markt. Wir hatten mal eine deutliche Korrektur zwischendurch, aber das, was dieses Frühjahr passiert ist, dass wir von 13.000 oder mehr Punkten auf 11.800 absacken, 11.600, 700, das ist eine Korrektur, aber das ist noch längst kein Crash gewesen. Und da sind wir jetzt so mittendrin. Wir hatten ja die 13.000 probiert, jetzt sind wir bei 12.6, eben genau in der Mitte zwischen Jahrestop und Jahreslow, und hangeln uns da so ein wenig ran. Allerdings haben wir sehr, sehr große Divergenzen zwischen den Einzelwerten. Da muss man nur in den DAX schauen. Stichwort Lufthansa, wenn Sie schauen, vom Jahrestop 10 Euro oder mehr zurückgekommen. Andere Aktien, die am Top notieren. Das gleiche Bild auch im Tech-DAX. Und da kann ich sogar schon überleiten auf unsere erste Aktie, die ich Ihnen vielleicht mal aufrufen will. Und mit der man auch sehr viel über den Markt lernen und erfahren kann. Das ist nämlich die Wirecard. Genau, hier haben wir sie. Heute wieder sehr fest. Und Sie sehen hier schon, haben wir ja schön auf einen Blick hier bei der Webseite, der DZ bei 62 im 52-Wochen-Tief und bei 158 in 52 Wochen hoch. Also das ist mal 2,5 über den Daumen im Kurs. Plus 2 Euro sozusagen, Kopfrechnen. Und da sieht man schon sehr schön, wie weit die Aktie gelaufen ist, wo sie herkommt. Und ich zeige es nochmal hier auf dem 5-Jahres-Chart. Können Sie hier bei Tools in dem Regler hier immer verstellen. Und dann haben Sie das eben auf einen Blick. Und da sieht man wunderbar, ja, dass das so langsam in Richtung Fahnenstange läuft. Und so könnten Sie im Grunde genommen, Stichwort Zahlen heute Abend, USA, Netflix, auch eine Aktie wie Netflix drüberlegen. Die sieht ähnlich aus. Eine lange Aufwärtsbewegung und am Ende dann eine Art Fahnenstange. Und jetzt kann man sagen, woher rührt das und was lernt man daraus für den Gesamtmarkt? So sehen Aktien sehr häufig aus, wenn am Markt die Investoren dahin gehen und sagen, ich kaufe einfach das, was alle kaufen und was vermeintlich relative Stärke hat. Denn so eine Wirecard, das sieht man ja schon am Kurs, die ist nah am Rekordhoch und die ist richtig fest. Während andere Aktien im Tech-DAX schon korrigiert haben, ist die Aktie bombenfest im Rennen. Das Gleiche ist eben in den USA zu verzeichnen, bei einer Amazon, bei einer Facebook, bei einer Apple, bei einer Netflix, alle, oder bei einer Google, Alphabet, alle ganz stark im Markt, und deswegen werden sie gekauft. Das sagt aber noch relativ wenig darüber aus, wie diese Aktien fundamental zu bewerten sind. Denn das steht am Markt im Moment sehr stark gegenüber. Wir sehen Aktien, die wahnsinnig gut gelaufen sind, wo man auch aus charttechnischer Sicht noch wenig gegen haben kann, die gleichzeitig aber aus Fundamentalsicht alle Alarmglocken angehen lassen. Und vielleicht mal, während bei uns noch keine Webinare gehört hat, ich will Ihnen mal kurz eine Seite zeigen, auf der Sie schöne
Tools finden und mit der wir, mit den Tools und Tools, mit denen wir arbeiten. Daniel, sag doch, Daniel, ganz kurz, sag am besten nochmal, umkreis am besten immer oben nochmal die Seite. Du hast sie zwar aufgerufen, aber vielleicht immer so ein bisschen langsamer nochmal drauf aufmerksam machen. Das macht Sinn, glaube ich. Genau, hier kann, ist die Links nochmal abgetragen. Das ist von unserem ehemaligen, ist mein ehemaliger Ressortleiter bei Börse Online und bei der FTD und unser Freund und Bekannter Gerion Kruse, der hat die Seite börsengeflüster.de und ein Tool gefällt mir da besonders immer. Das ist der, ist die Heatmap, der Abstand zur 200 und zur 60-Tage-Linie. Und da kann man sehr viel draus lesen. Da sehen Sie nämlich auch sehr schön drauf, wenn man jetzt mal guckt und trading-orientiert ist und sagt, na, ist denn eine Aktie jetzt gerade überhitzt oder ist sie unterkühlt? Dann kann man das hier wählen nach den Indizes und da sieht man, wie heterogen momentan der Markt unterwegs ist. Ich will Ihnen mal ganz kurz diese Skala erklären für alle, die mit 200-Tage-Linien nicht vertraut sind. Das bedeutet ja im Grunde genommen, wie weit habe ich mich von meinem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage entfernt? Positiv oder negativ? Je roter oder röter die Skala hier ist, desto überhitzter ist die Aktie, bewusst so ausgewählt. Je blauer und dunkelblauer, desto unterkühlt. Sieht man hier sehr schön, beispielsweise Dialog, die hatten heute eine Meldung, heute recht schön gewesen im Kurs zeitweise. Die sind sehr schlecht gelaufen zuletzt. Eine Wirecard wiederum, hier die letzte Aktie, feuerrot. Das bedeutet Abstand zur 200-Tage-Linie, 45%. Also das ist ein richtiges Fund und das ist deutlich weit entfernt und es gibt viele Analysten da draußen, die davon ausgehen, dass Aktien immer wieder mehr oder minder zu ihrem Durchschnitt zurückfinden. Da gibt es natürlich immer zwei Möglichkeiten, entweder der gleitende Durchschnitt steigt oder die Aktie kommt einfach im Kurs zurück und nähert sich von oben an. Beispiel dieses Jahr, die schon von mir erwähnte Lufthansa, die hatte auch einen extremen Abstand zur 200-Tage-Linie am Jahresanfang. Der Kurs kam danach massiv runter und hat sich dann so ihre 200-Tage-Linie angenähert. So, und da sehen Sie auch schon schön, dass wir mit Wirecard, wir haben die ganz bewusst ausgesucht und damit leite ich dann gleich mal an den Benjamin weiter, weil sich bei Wirecard dieses Jahr noch was Besonderes tun könnte. Denn wir könnten einen Wechsel sehen im DAX. Wirecard ist vielen lange kein Begriff gewesen, obgleich die Aktie auf einen Börsenwert von 20 Milliarden zusteuert, also ein richtiges Fund. Und sie hat durchaus Chancen oder es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sie im Herbst im DAX zu finden ist. Unbenommen davon ist die Aktie nach allen gängigen Bewertungsmaßstäben richtig, richtig teuer. Kursgewinnverhältnis 46, Schiller KGV 126, das ist wahnsinnig teuer. Kursbuchwert 11, man Vergleichswert, Deutsche Bank Buchwert, was glauben Sie? Merklich unter 1. Einen extrem hohen Buchwert im DAX hat beispielsweise die Aktie von Adidas. Die geht so immer zwischen 5 und 6 zuletzt hin und her. Das ist aber schon sehr, sehr teuer auch. Kursbuchwert bei Wirecard 11. Kursumsatzverhältnis 12. Also, da sehen Sie schon einige Fundamentaldaten, die hier abgetragen sind und können das etwas einordnen. Und Benji, vielleicht kannst du mal erklären, ja, warum haben wir uns die Wirecard zusätzlich noch ausgesucht? Was hat das mit dem DAX auf sich, mit der Fantasie? Und muss das immer gut sein, wenn die Aktien in den DAX kommen? Auch das ist ja vielleicht ganz interessant. Ja, genau, Daniel. Da könnte man jetzt auf einige Aktien in der Vergangenheit verweisen. Aber bleiben wir mal bei Wirecard. Du hast es angesprochen, dieser schöne Aufwärtstrend, den wir gesehen haben, der ist ja nicht ganz grundlos. Das muss man natürlich immer auch sagen. Es ist ja immer die Frage, wie weit entfernt man sich dann von möglicherweise fundamentalen Daten, fundamentalen Bewertungen. Und wenn ich bedenke, dass Wirecard als Zahlungsabwickler halt in einem Segment ist, das in den nächsten Jahren sehr, sehr stark wachsen wird. Also Schätzungen im Internethandel, klar, bietet sich da natürlich sehr, sehr an, wird sich in den nächsten 4 Jahren verdoppeln. Inzwischen ist Wirecard auch mit einem Wachstum von ungefähr 30%, mit Margen, die auch um die knapp unter 30% sind. Die Prognosen wurden angehoben für dieses Jahr nach den ersten Monaten. Also alles prima, alles gut, aber eben auch, es spiegelt sich, und das ist ja die Frage für uns Investoren, was spiegelt sich im Kurs wider, was ist möglicherweise noch nicht drin? Und dann zu allem, was positiv an Umfeld, an Firmenentwicklung zu sagen ist, muss man auch sagen, dass
kleinere Zahlungsdienstleister, Abwickler in der Vergangenheit für teuer Geld eingekauft wurden. Das heißt, da gibt es nochmal so eine Übernahmeprämie auch. Ich denke jetzt nur zum Beispiel an iZettle, die von PayPal übernommen worden. Das ist ein kleines schwedisches Unternehmen. Also da sieht man eben, wie attraktiv diese Unternehmen sind, gerade weil das eben ein Bereich ist, der in Zukunft stark nachgefragt werden sollte. Und das, ja, Bewertung 12-facher Umsatz spricht, glaube ich, auch für sich, dass es im Vergleich zu anderen Aktien eben auch sehr, sehr hoch. Und dann kommt noch die Fantasie mit dem DAX-Wert. Du hast es gesagt, fast, ich habe gerade vorhin vor unserem Webinar nochmal geguckt, 18,5 Milliarden Börsenkapitalisierung. Das ist deutlich mehr, als so mancher DAX-Wert hat und fast so viel wie die Deutsche Bank. Also von daher sind etliche Voraussetzungen erfüllt, um am 24.09., das ist also der reguläre Aufnahmetermin der deutschen Börse, für ja Umstellung in den Indizes. Und da hat eben Wirecard tatsächlich gute Karten, was die Größe anbelangt. Also man muss ja von der Größe her entsprechend reinkommen und vom Handelsvolumen Börsen umsetzen. Und bei der Größe ist es eben so, dass Wirecard auch einen sehr hohen Streubesitz hat, denn es geht ja nach dem Streubesitz, also nicht einfach Marktkapitalisierung so, sondern Streubesitz, also der Besitz der Aktien, die nicht bei Großinvestoren liegt. Und der ist eben bei Wirecard bei 90%, auch deutlich höher als in anderen DAX-Aktien. Also Wirecard empfiehlt sich hier in der Vergangenheit, warum Wirecard noch nicht in den DAX gerutscht ist. Das waren eben ja die das Defizit, wenn man so will, beim Börsenumsatz. Und ja, vergleichen wir das vielleicht mal mit der COBA, denn das ist einer der Kandidaten, die tatsächlich rausfallen könnten zu dem nächsten Termin am 24.09. Das ist die kleinste Aktie im DAX. Danach kommt Beiersdorf. Also das so zwei Kandidaten, die dann eben rausrutschen könnten für eine Wirecard. Und wenn ich das mit der COBA vergleiche, die eigentlich immer auch ordentliche Umsätze gehabt hat. Also ich habe, oder wenn man sich die 100 Tage, den Durchschnitt der 100 Tage anschaut, dann ist eben eine COBA so um die 100 Millionen in den vergangenen Wochen gewesen. Und die, achso, genau, ich zeige nochmal vielleicht parallel nochmal den Chart, Daniel, genau. Auf die Charttechnik komme ich gleich nochmal zu sprechen, aber ganz kurz nochmal den Börsenumsatz. Und da war eine Wirecard immer bei 66. Also man war immer relativ weit zurück, deshalb gab es auch kein Fast Entry oder ein Fast Exit von der Commerzbank, sondern das hat man erst in den letzten Wochen entwickelt. Höhere Umsätze, wahrscheinlich eben auch durch die immer größer werdende Wahrscheinlichkeit, dass eben eine Wirecard in den DAX kommt, sind auch die Umsätze gestiegen. Und die letzten 30 Tage war es eben so, dass eine Commerzbank und eine Wirecard fast 100 Millionen Börsenumsatz hatten, 100 Millionen Euro. Also auch hier hat Wirecard deutlich aufgeholt und erfüllt eigentlich alle Voraussetzungen, um tatsächlich am 24.09. in den DAX aufgenommen zu werden. Also die Wahrscheinlichkeit nach dem heutigen Stand, wenn man sich die Fakten anschaut, ist eben relativ hoch. Und der Chart, du hast es eben schon angesprochen, das vielleicht auch nochmal ein kurzer Blick auf den, ja, Aufwärtstrend, den wir gesehen haben, hier nochmal ein bisschen anders dargestellt, eben mit dem MACD. Und Markus, ich zeige es vielleicht nochmal in aller Ausführlichkeit. Also ich bin bei euch auf die Seite natürlich wieder gegangen, etwas runtergescrollt. Das hätte ich, Benjamin, das hätte ich jetzt gleich nochmal nachgehakt, dass du das nochmal zeigst, wie das von Anfang an läuft, damit unsere Teilnehmer nochmal die Möglichkeit haben, vielleicht auch sich mit unserer Seite ein bisschen vertraut zu machen, dass man da ganz gut mitarbeiten kann. Genau, jetzt kannst du ja nochmal zeigen. Genau, dann bin ich also, wie gesagt, hier auf die Seite der DZ-Bank gegangen und man muss etwas so runterscrollen. Hier warst du, Daniel, vorhin mit dem Chart. Wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, dann kommt man eben hier auf dieses Segment, wo es eben auch die Chartanalyse gibt, die Tools gibt. Und da kann man dann eben ja zum Beispiel Indikatoren aufrufen, die Aktien nach bestimmten Vorgaben scannen, den Zeitraum verschiedentlich wählen. Ich habe hier ein Jahr gewählt und einen ganz einfachen Indikator, der ein gewisses Momentum, eine gewisse Dynamik widerspiegelt. Das gucke ich mir ganz gerne zur Preisentwicklung noch an. Also wie viel Musik ist in dem Titel sozusagen. Und da gucke ich mir den MACD an. Den habe ich hier unten abgebildet. Das traditionelle, also die traditionelle Einstellung dieses Momentum-Indikators. Und da sieht man eben auch, dass so langsam in die Aktie auch wieder ja, ein gewisser
ein gewisses Momentum reinkommt und dass eben auch tatsächlich nach dieser N-förmigen Korrektur, die wir hier in den letzten Wochen bis Anfang Juli durchgemacht haben, die auch mit einer allgemeinen Korrektur am Markt einhergegangen ist, eben die Aktie sofort wieder, als das Umfeld besser wurde, eben auch tatsächlich angestiegen ist. Und das dürfen wir nicht vergessen, klar, die DAX-Fantasie, und Daniel, da komme ich jetzt auf deine Frage nochmal zurück, DAX-Fantasie, klar, das hat auch hier in den letzten, ja, in der jüngeren Zeit, also in den letzten Tagen, in den letzten, auch die Aktie hier nochmal befeuert, denn inzwischen stimmen alle Kriterien, wie ich es eben erläutert hatte, und es ist eigentlich fast nur noch die Frage, wer für die Wirecard aus dem DAX weichen muss an der Stelle. Benjamin, jetzt ist natürlich so, die Aufmerksamkeit, haben wir gesehen, hat die Aktie in den letzten Monaten sehr, sehr stark bekommen. Handelsaktivitäten haben wir auch hier auch innerhalb der DZ-Bank gesehen, auf die verschiedenen, mit verschiedenen Produktkategorien, die dann eingesetzt wurden, um auf diesen Basiswert eben zu handeln. Aber ich weiß nicht, ob wir da schon so weit sind, dass wir da vielleicht verraten können. Es müsste natürlich sich jetzt irgendwie so klären. Wir sollten uns mal anschauen, welche Produktkategorien können wir einsetzen, um eben diese Story zu spielen. Und dann hast du es ja eben gesagt, aufgrund der Thematik mit DAX-Aufnahme zieht der Wert nochmal weiterhin an. Ob man da jetzt eher so Richtung Long, Short, also auf der einen Seite müssten wir uns mal angucken, welche Richtung man spielen könnte. Und dann gucken wir uns vielleicht den einen oder anderen Transporteur an, im Prinzip ja, das Produkt dazu. Ja, das könnten wir auch gleich machen, Daniel, oder wollen wir es weiter ein bisschen später machen? Also, denn. Vielleicht habe ich jetzt reingegrätscht, war es mit so früh, aber da kommen wir dann wahrscheinlich gleich nochmal dazu. Nee, beginn ruhig, ich grätsche da nochmal rein, Benji. Okay, also deshalb aufgrund der aktuellen Situation, Markus, die du auch eben nochmal zusammengefasst hast, ist meine Erwartung oder die Erwartung von uns, da, von Feingold Research, Daniel und ich hatten uns da natürlich im Vorfeld auch abgesprochen, bis zu diesem 24.09. oder ja, also ich will mich nicht auf den Tag genau festnageln, aber eben bis zu dieser Entscheidung, was ja auch dann passiert, ist eben, dass ETFs, dass Indexfonds, dass Fonds insgesamt sich eben umstellen müssen, die den DAX nachbilden. Und die kaufen natürlich nicht am 24.09. oder einen Tag später die ganzen Aktien rein oder verkaufen die dann raus müssen, sondern das geschieht nach und nach. Und deshalb ist eben die Tendenz bis zu diesem Termin, unseres Erachtens in einem etwas bullischen Umfeld für die Wirecard betrachten wir das als bullisches Umfeld und würden für diese kurzfristige Sicht, also wirklich kurzfristige Spekulation, gut, September ist jetzt sind immer noch 2 Monate, aber immerhin ist jetzt keine Sicht auf ein paar Monate, also auf die kurzfristige Sicht eben eher zu einem Knockout-Long-Produkt, wer denn noch auf diese Spekulation auch eingehen will. Hier als nächsten Widerstand ist klar das alte Hoch, klar, da sind wir nicht mehr so weit weg von entfernt, aber das wäre zum Beispiel mit Knockout, mit Open-End Turbos wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, hier drauf zu setzen, auf diesen Trend bis zur Indexaufnahme, bis zur DAX-Aufnahme oder um den Termin herum. Allerdings danach, und das zeigt eben auch die Geschichte, dass wir in der Vergangenheit häufig gesehen, nachdem eine Aktie in den DAX aufgenommen wurde, kommt es häufig zu Gewinnmitnahmen. Und das ist eben dann auch so eine Möglichkeit, die Anleger, wenn sie sich jetzt hier engagieren wollten, auch auf jeden Fall mit ins Kalkül ziehen sollten, hier dann entsprechend Gewinne mitzunehmen. Und das eben und möglicherweise dann danach, also dann ist ja wieder eine neue Bewertungssituation, ob man dann vielleicht sogar auf die Short-Seite wechselt, also nicht nur Gewinnmitnahmen bei seinem Long-Produkt, sondern auch auf die Short-Seite. Aber das ist vielleicht der zweite Schritt vom ersten. Bleiben wir erstmal beim ersten Schritt. Und der spricht eben für die nächsten Wochen für ein positives Umfeld, das risikobereite Anleger entsprechend mit einem Open-End-Turbo angehen könnten. Dann kann ich ja jetzt mal, Benjamin, es sei denn, ihr hattet was anderes geplant, auf der Internetseite bei uns einfach mal relativ kurz und knapp in 4 Schritten das mal auswählen. Dann nehme ich mir jetzt schnell die Moderatorenrechte und dann können wir uns das ja mal genau anschauen, wie das aussehen könnte. Und dann frage ich euch mal nach eurer Meinung. Brauchen jetzt erst nochmal den Bildschirm, der ist aber jetzt schon da. Ich fange auch nochmal von Anfang an. Wir haben hier oben auf der linken Seite haben wir die Internetseite und jetzt können wir hier relativ schön in der Mitte mal auf die Produktkategorie tippen.
oder drücken und sehen hier an Hebelprodukten haben wir alleine schon knapp 98.000 Produkte. Wenn wir jetzt uns die Endlos-Turbos rauswählen, da sind wir bei 20.000. Das klicke ich jetzt mal an. Und dann sehen Sie, ich habe es das ein oder andere Mal in den letzten Webinaren ja auch abgehandelt, eine Produktsuche, die Ihnen mit relativ wenigen Schritten es ermöglicht, da das große Universum ein bisschen einzuschränken und das passende Produkt dann auszuwählen für die Strategie. Jetzt müssen wir aber hier noch und mit dem ersten Schritt Wirecard eingeben, den Basiswert. Den finden wir gleich hier. Dann sind es auch nur noch deutlich weniger Produkte. Wir haben, wie gesagt, Endlos-Turbos ausgewählt. Wir haben Wirecard als Basiswert. Und jetzt sind wir hier unten bei 54 verschiedenen Produkten. Long, das ist der erste Schritt, den eben auch Benjamin genannt hatte. Es sieht so aus, als ob der Basiswert noch weiterhin anzieht, zumindest bis zur DAX-Aufnahme oder einer eventuellen DAX-Aufnahme im September. Ja, und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, noch als letzten Punkt hier verschiedene Filter zu setzen. Und jetzt würde ich vielleicht sagen, wir gehen einfach mal auf Hebel und schauen uns an. Wir sehen schon vorgegeben hier 1 bis 12er Hebel. Können wir eigentlich lassen, weil wir gar nicht mehr so viele Produkte haben. Aber ich grenze das noch mal ein bisschen ein, vielleicht um das ein bisschen konservativer zu machen. Und gehen wir von 1 bis 9. Und dann haben wir noch 39 verschiedene Produkte. Und jetzt kommt natürlich die Frage an euch. Erfahrungsgemäß, ja, wenn ich das so in der Vergangenheit mir angeschaut habe, ist natürlich schon ein super Produkt, was wirklich transparent ist, was wenig Nebeneffekte hat, was wirklich relativ klar die Richtung vorgibt, entsprechend mit dem Hebel, der natürlich in beide Richtungen wirkt. Ja, der Weg nach oben wie nach unten. Und da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht zu schnell ausgestoppt wird. Ich habe es vorhin ja auch gesagt, der Wert schwankt schon ein bisschen stärker. Es ist eine größere Volatilität in diesem Wert drin, verglichen zu Daimler, die wir dann auch noch anschauen werden gleich. Und somit sollte man da schon ein bisschen auf den Hebel achten, dass der nicht zu aggressiv gewählt ist. Jetzt Frage an euch. Vielleicht gebt ihr es mir mal vor, dass wir die Moderatorenrechte nicht wieder wechseln müssen. Jetzt haben wir hier die Hebel, die verschiedenen absteigenden Hebel. Wir sind jetzt hier von knapp 9, geht es runter bis 3. Was würdet denn ihr jetzt sagen bei der Long-Strategie? Wo würdet ihr denn jetzt den Hebel jetzt mal so fixieren, taxieren? Ja, man kann das, Markus, eigentlich bei Wirecard ausdehnen und das sogar auf andere Tech-Aktien noch erweitern. Beispielsweise, wenn man jetzt auch von einer Netflix oder einer Amazon redet. Aktien, die implizit schon sehr schwankungsfreudig sind, will ich mal sagen, da sollte man im Hebel vielleicht im Zweifelsfall eher ein bisschen behutsamer sein. Also ein Fünferhebel kann da durchaus auch mal reichen, denn man darf nicht vergessen, viele wollen vielleicht auch, wenn es dann mal gegen sie läuft, noch rechtzeitig reagieren und aus einer Position wieder raus. Und wenn ich in so einem Wert mit einem 10er Hebel agiere, das kann passieren, dass so eine Aktie auch mal plus oder minus 10 macht an einem Tag. Das ist nicht ausgeschlossen. Oder dass sie zwischendurch auch mal einen Dip macht. Das kennt man gerade von großen US-Werten auch. Quartalszahlen kommen. Die erste Kursreaktion ist negativ und dann geht es erst rauf. Oder die erste Kursreaktion ist positiv, dann geht es erst runter. Also long story short, man sollte sich gerade bei solchen Titeln eher Luft lassen. Und ich finde, eine Daumenregel, ein 5er Hebel reicht da eigentlich. Prima, also Luft zum Atmen, sagst du. Ich habe das jetzt mal hier ein bisschen grau markiert, ein 5er Hebel, knapp 504 in dem Fall. Das wäre jetzt die WKN. Da könnte er was dazu sagen. Ich klicke es mal an und dann sehen wir auch entsprechend die verschiedenen Parameter, die wir haben. Steht schon relativ viel in der Überschrift. Wir sehen, das ist ein Endlos Turbo Long. Wir haben hier ein Knockout-Level von 123, knapp 124 Euro. Der Basiswert an sich steht ja bei, ich scroll mal einen Tick runter, da sehen wir es dann immer nochmal, wo haben wir den, ich markiere das hier, war auch in der Startseite zu sehen, von knapp 154 Euro. Wenn ich jetzt hier hochgehe, sehe ich dann eben, dass es ein Open-End-Turbo ist, Wirecard der richtige Basiswert. Long haben wir schon angesprochen. Geldbrief sehen wir hier notiert, coded natürlich jetzt nicht mehr. Aber wir haben natürlich hier verschiedene Tools dann auch, entsprechend die Charts, den wir dann zeitlich einschränken können. Wir haben Stammdaten zu dem Produkt und da sehen wir dann eben auch, wenn wir die Kennzahlen uns anschauen, hier sieht man eben den Hebel. Man sieht die Abstände zu dem Knockout. Das sehen Sie hier. 29 Euro Abstand zum Knockout, das Ganze nochmal prozentual gesehen und dann gibt es hier unten natürlich noch viel mehr Informationen zum Basiswert. Also das Thema, also dieser Schein könnte jetzt in der aktuellen Situation, wie ich euch richtig verstanden habe, könnte das auf jeden Fall
Trading-Setup darstellen. Genau, ich möchte vielleicht noch mal was dazu sagen, Markus, zu Werten wie Wirecard oder auch anderen Titeln, die hohe Volatilitäten aufweisen. Wenn man sich da mal in seinen Werkzeugkasten reinschaut und überlegt, Volatilität ist ja ein sehr wichtiger Einflussfaktor bei der Preisfindung von Produkten. Und da kann man als Daumenregel sagen, na, wenn man Basiswerte hat mit einer hohen Volatilität, dann sind natürlich Optionsscheine auch relativ teurer, sage ich mal. Also ein Optionsschein auf eine Deutsche Bank ist weitaus teurer als einer auf Beiersdorf, weil die Deutsche Bank natürlich sehr viel mehr Wohler hat. In den USA trifft das bei Tesla zu sehr teuer in den Optionsscheinen, weil die Volatilität in der Aktie sehr groß ist. Eine IBM beispielsweise ist da deutlich geringer, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Das gibt mir natürlich auf der anderen Seite auch wieder große Möglichkeiten bei so Titeln. Stichwort Aktienanleihen, Discount-Zertifikate, wo sich die hohe Volatilität positiv auswirkt. Das heißt, ich kriege da richtig schöne Renditen. Wer beispielsweise sich da mal einen Dialog Semiconductor anschauen will, nach dem Webinar einfach als Spaß, kann mal gucken, was da für Renditen draufstehen. Sehr, sehr Oder Puffer, wie du es halt haben meinst. Genau. Ja? Also du hast, genau, halt die, hast halt beide Seiten. Aber du hast auf jeden Fall recht. Es gibt dann halt die unterschiedlichen Instrumente und wir haben hier den Endlos Turbo ausgewählt. Also da haben wir halt diese Einflüsse nicht. Aber genau, wir könnten natürlich auch hier oben unter Produkten schauen. Ich mache das ganz kurz mal, dass Sie das sehen. Dann lasse ich dich auch weiterreden. Sorry, dass ich dir reingekrätscht bin. Aber man sieht natürlich hier auch Optionsscheine klassisch, die man auswählen könnte. Discount-Optionsscheine. Das wollen wir heute nicht so überladen, aber die Möglichkeiten hat man eben auch jetzt hier, ja. Genau, die Möglichkeiten hat man und das sollte man immer so berücksichtigen, damit man auch keine, ich will mal sagen, blöden Überraschungen erfährt. Denn das ist bei Ihren Investment- oder Trading-Entscheidungen auch mit das Wichtigste, dass Sie erst überlegen, welches ist im Werkzeugkasten das richtige Produkt und man sich dann überlegt, welches soll denn die Kursrichtung sein und was erwarte ich vom Markt. Auch das nochmal vielleicht ein kleiner Exkurs und ein kurzes Beispiel. Sie erinnern sich ja, im Frühjahr DAX war bei 11,7, 11,6 und da hatten wir in der Volatilität, ich will es jetzt nicht allzu kompliziert machen, aber hohe Werte von 30 oder höher im VDAX New, das ist der passende Index dazu. Wenn Sie da einen klassischen Call-Optionsschein kaufen, dann stimmt zwar in der Folgezeit Ihre Kursrichtung, wenn der Markt sich erholt, aber die Volatilität geht massiv zurück. Jedenfalls war das so und das ist in der Regel dann auch so. Das heißt, Ihre Richtung stimmt, aber Sie haben einen gewissen negativen Effekt im Optionsschein, weil die Volatilität eben rauskommt sozusagen und den Schein dann wieder günstiger macht. Insofern sage ich in solchen Phasen dann auch immer, lieber im Werkzeugkasten einen klein gehebelten Turbo nehmen, dann wenn man eine Erholung wartet in so einer Phase und dann eben damit nach oben gehen. Umgekehrt ist es, wenn jetzt ein Index, so wie jetzt zum Beispiel der DAX, sehr niedrige Volatilität hat und man sagt, oh, ich will auf fallende Kurse spekulieren, dann kann man natürlich einen Put-Optionsschein sehr gut nehmen. Wenn es dann nämlich runtergeht, steigt A im Normalfall die Volatilität und B stimmt Ihre Kursrichtung. Das heißt, ich glaube mal den Spruch vom lieben bekannten Robert Halver, der sagt immer die Kraft der zwei Herzen, dann geht es doppelt in die richtige Richtung, Vola steigt und Ihre Kursrichtung stimmt. Das als kleiner Exkurs mal zur Volatilität, die da wirklich wichtig ist. Super, danke für die Ausführung. Ich glaube, jetzt könnten wir vielleicht dann auch schon zu dem zweiten Basiswert, wir haben es ein bisschen umgedreht, vielleicht zu Daimler gehen oder habt ihr noch was zu ergänzen? Ich denke, wir haben es hier ganz gut erklärt und auch mal so einen kurzen Überblick gegeben. Wollen wir gleich zu Daimler übergehen oder habe ich was vergessen? Benji, leg gern los. Ja genau. Nee, das passt, Markus, genau, würde ich auch sagen. Und dann hole ich mir kurz den Bildschirm. Und ja, bevor wir auf Daimler zu sprechen kommen, ich hatte hier noch ein paar andere Folien noch vorbereitet, die wir heute machen könnten. Aber in Anbetracht der Zeit, Markus, wollte ich natürlich, dass eins der wichtigsten Themen im Moment am Markt ist ja natürlich auch der Handelsstreit oder manche sagen ja schon Handelskrieg. Und vielleicht ganz kurz, weil Daimler eben auch sehr, sehr stark davon betroffen ist.
oder sein könnte. Noch ist es ja nicht so weit, denn wie wir an diesem schönen Chart hier sehen, sehen wir rechts diesen kleinen Balken und links diesen großen Balken. Ich will gar nicht auf die einzelnen Details eingehen, aber man sieht ja auf einen Blick, was bisher auf dieser rechten Seite nämlich implementiert worden ist an Strafzöllen, USA versus China ja vor allen Dingen. Chinesische und ja, Stahl, Aluminium, Solarpanels etc., Autos. Und was hier angekündigt oder getweetet worden ist, eben deutlich mehr. Also insofern, ja, da steht uns noch etwas oder könnte uns noch einiges bevorstehen, aber aktuell eben sind wir hier. Aber eine Börse nimmt sowas ja auch vorweg, das ist ja klar, die Gefahr, die dort besteht. Und insofern ist das auch für eine Daimler natürlich als Exportunternehmen, als weltweit tätiges Unternehmen, als Unternehmen, was in den USA sehr, sehr stark engagiert ist. Natürlich spielt das eine große Rolle. Und diesen Chart hier ganz aktuell, die US-Bilanzsaison hat gerade begonnen und da hat Bloomberg mal gezählt, wie oft Zölle oder Zollstreit, Zölle, alles, was mit Zöllen zu tun hat, mal hier so genannt wurde. Und da sehen wir eben, dass in den Ausblicken aktuell oder ja, in allen Unternehmensmeldungen tatsächlich die Zölle eine immer größere Rolle spielen. Also da ist sicherlich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und das sorgt eben auch so, ja, wie so ein Grauschleier liegt das hier über dem Markt und könnte also hier auch die Daimler stärker betreffen, wie auch die US-Wirtschaft insgesamt aktuell noch sehr robust ist. Aber auch das hier ja, mit einer positiven Entwicklung sozusagen für Daimler, dass die US-Wirtschaft noch relativ robust ist im Vergleich zu anderen. Ich habe hier ein paar mehr Punkte aufgeführt, aber ich denke, es macht Sinn, vielleicht direkt mal in die Daimler zu gehen. Und da springe ich hier gerade mal vorwärts. Und zwar Handelskrieg habe ich eben schon angesprochen. Daimler hat ja eine Warnung rausgegeben. US-Konjunktur hatten wir eben auch kurz gesehen, noch relativ robust. Auch die jüngsten Daten heute Einzelhandelsumsätze wie erwartet, aber ja, zumindest nicht schlechter oder keine negative, böse Überraschung. Kursgewinnverhältnis von 6,4. Daniel, du hast vorhin Wirecard angesprochen, deutlich höher, also mit einem KGV von 6,4, eine der günstigsten Aktien im DAX. Ich glaube, Volkswagen, BMW oder Autos insgesamt eben relativ günstig. Nur Volkswagen hier noch günstiger. Auch eine Lufthansa, ich glaube, Lufthansa ist die günstigste Aktie. Volkswagen, und dann die Automobile. Und das liegt eben auch daran, dass wir hier auch in den letzten, und da springe ich auch nochmal in den Chart rein, dass wir hier sehen, also gleiches Vorgehen, ich bin wieder hier auf die Chartanalyse gegangen, dass wir hier einen starken Abwärtstrend gehabt haben und das sorgt natürlich auch ja, für einen Abschwung in der Bewertung, in der Marktkapitalisierung und Daimler jetzt hier, wenn wir uns das charttechnisch betrachten, doch ein etwas steilerer Abwärtstrend. Aktuell stabilisieren wir uns hier gerade. Der MACD, den ich vorhin ja hier über Indikatoren aufgerufen habe, signalisiert hier auch eine gewisse Stabilisierung, zumindest auf diesem Niveau hier zwischen 55 und 60. Der Abwärtstrend, der kurzfristige Abwärtstrend, den ich hier nochmal eingezeichnet habe, der ist noch nicht überwunden, aber zumindest eine Stabilisierung in der Aktie. Also man sieht jetzt auch im Vergleich zu Wirecard eine ganz andere Situation. Da haben wir von einem starken Aufwärtstrend, hier haben wir einen starken Abwärtstrend. Daimler, einer der schwächsten Aktien im DAX in diesem Jahr mit -20%. Also all das macht jetzt oder die Schwäche bei Daimler ist vor allen Dingen eben auch zuletzt hier aufgrund der Diskussion um den Handelsstreit. Da gab es ja hier nochmal einen kräftigen Absacker. Also ja, das ist hier im Ende Mai, da verschärften sich ja die Diskussionen auch nach der Gewinnwarnung und dann die Diskussion um die Handelsauseinandersetzung, was so fast so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, ist die Diskussion. Erst letzte Woche hatten wir es gehabt um Dieselfahrzeuge, Pkw, Dieselmodelle, auch Daimler ist davon betroffen. Das ging fast ein bisschen unter in der ganzen Gesamtsituation, in der eben Autobauer derzeit stecken. Auch das Wachstum eben in den Automobilmärkten nicht mehr so rasant, relativ klein. Also man hat da erreicht so ein bisschen ein Niveau, das
noch schwer zu steigern ist und kommen jetzt eben Handelsauseinandersetzungen oder Streit um Zölle. Das schadet eigentlich der oder es schadet insgesamt der Weltwirtschaft, aber natürlich insbesondere auch den Exportgetriebenen, den Exportunternehmen. Und da haben wir im DAX ja eine ganze Menge, nicht nur die Daimler, aber insbesondere die Autowerte. Und wenn man sich eben zum Beispiel den S&P 500, Nasdaq ist nochmal eine Sondersituation mit den Technologiewerten, aber auch der S&P 500 hatte sich eben in letzter Zeit besser gehalten als der DAX mit seinen vielen Exportwerten. Und wenn ich das dann sozusagen resümiere, ist eben hier bei Daimler positiv anzumerken, dass wir eine Stabilisierung aus charttechnischer Sicht sehen und hier für Anleger, die sozusagen ein bisschen gegen den Trend agieren wollen oder sich sagen, okay, die Situation so ein bisschen wie du es vorhin beschrieben hast, Daniel, ich gehe hier mal vorsichtig in den Markt wieder rein, weil die Erwartungen oder das, was ich eben beschrieben habe, das ist ja mehr oder weniger zumindest einiges auch im Kurs enthalten, auch wenn wir natürlich insgesamt auch eine durch den Handelsstreit noch eine gewisse Unsicherheit im Markt vorhanden ist. Aber hier aus charttechnischer Sicht, aus Stabilisierungssicht, wenn wir hier drüber hinausgehen, das könnte kurzfristig nochmal eine Erholung für Daimler bedeuten und sollte es auch im Handelsstreit möglicherweise moderate Töne angeschlagen werden, dass China oder die USA eben wieder aufeinander zugehen. Auch das wäre keine so große Überraschung, denn wenn wir ein Jahr zurückblicken, Daniel, und dann gebe ich an dich nochmal kurz zurück für den Überblick, wenn wir ein Jahr zurückgehen, da gab es auch mit Nordkorea diese extreme Unsicherheit, die Auseinandersetzung zwischen USA und Nordkorea. Das hat sich letztendlich dann auch beruhigt. Also warum soll das nicht hier auch passieren? Denn am Ende eines solchen Handelsstreits sind eigentlich alle Verlierer. Und ich glaube, das wissen die Parteien. Jetzt wird noch ein bisschen gepokert, aber am Ende des Tages ist, glaube ich, ein Zusammenraufen in jedermanns Interesse oder in jedem Landsinteresse oder in jeder Regionsinteresse. Mittel- und langfristig sowieso. Genau, dann würde ich mir nämlich mal den Bildschirm nochmal holen, dann kann ich euch noch was zeigen. Und zwar, wir haben ja eben bei der Wirecard die 200-Tage-Linien uns betrachtet, uns angeschaut und die Daimler ist im Grunde die umgedrehte Wirecard. Das sieht man nämlich sehr schön, welche Aktien im DAX eigentlich sehr, sehr stark unterkühlt sind. Und da haben wir eben die Daimler vorneweg, Abstand zur 200-Tage-Linie, minus 15%. Das ist schon recht üppig und deutlich. Und die Nummer 1 in Sachen Unterkühlung ist eigentlich die Deutsche Bank, minus 26%. Und die hängt kurioserweise mit der Daimler in gewisser Art und Weise auch zusammen und mit dem Konkurrenten von Daimler. Jetzt werden vielleicht einige sagen, wie kriegt man den Dreh denn hin? Na, das bezieht sich darauf, dass man im Moment einfach genau gucken muss, welche Aktie greife ich mit einem DAX und was ist überhaupt meine Perspektive? Kaufe ich die aus kurzfristigen Trading-Gesichtspunkten? Kaufe ich sie vielleicht sogar auch mal mittel- bis langfristig? Stichwort hier, Dividendenrendite 6,38%. Da kann man ja auch mal auf die Idee kommen und sagen, naja, wenn Value, also Werthaltigkeit, irgendwann wieder ein Thema wird und auch Dividendenrendite und ein Kursbuchwert, der bei 1 liegt, dann könnte man ja sagen, naja, dann ist so eine Aktie vielleicht durchaus mal wieder attraktiv. Und ich will mal ein Beispiel geben, warum gerade auf der kurzen Sicht nicht immer Substanz einer Firma einhergeht mit dem Aktienkurs. Da gucken wir nämlich mal auf was ganz anderes. Auf die Seite der DZ-Bank nochmal. Also, ach so, ich muss das ja immer schön vormachen. Also hier, ihr könnt hier oben die Tesla eingeben, dann findet ihr sie relativ zügig hier und dann gehen wir wieder aufs Tool und gucken uns das Ganze auf 5 Jahre an. Warum erkläre ich jetzt die Tesla? Ganz einfach, weil gerade in der aktuellen Marktphase sehr viele Aktien davon beeinträchtigt sind, ob viele Investoren Trends spielen oder sie sogar leer verkaufen, also auf fallende Kurse setzen. Und jetzt will ich euch mal was zeigen oder Ihnen mal was zeigen. Hier. Frühjahr 2016, das ist wirklich für Kurzbewegungen sehr, sehr wichtig. Damals waren ganz viele Investoren oder Spekulanten, muss man schon sagen, short investiert in der Tesla und die Aktie war leer verkauft. Und dann gab es eine kleine positive Nachricht bei Tesla und alle mussten ihre Leerverkäufe, ihre Short-Positionen eindecken. Wozu führte das? Innerhalb kürzester Zeit raste die Aktie um mehr als $100 nach oben, ohne dass fundamental allzu viel passiert wäre. Ich meine, ihr verfolgt oder Sie verfolgen wahrscheinlich die Tesla seit Jahren.
Elon Musk erzählt im Grunde genommen immer das Gleiche und macht große Versprechungen. Und das, was er irgendwann zeigen wird, verdient Daimler an harten Talern eigentlich Quartal für Quartal. Trotzdem laufen die Aktien so unterschiedlich, weil eben Tesla dieses Tech-Momentum hat und immer noch gut gesehen wurde. Zuletzt in den letzten paar Tagen und Wochen schon nicht mehr, aber die Zeit vorher. Man sieht das ja hier seit 2014, Verdoppler oder teilweise sogar Verdreifacher. Also lief sehr, sehr gut. Fazit aber, man muss wirklich genau gucken. Liegen da gerade besonders viele Leute short drauf? Ist die Aktie gerade eben nicht relativ stark und wird sie nicht gekauft von den großen Adressen? Dann könnte das bedeuten, wenn positivere Nachrichten kommen, dass eben dann sehr viele Leute eindecken müssen. So, und jetzt gucken wir uns mal am heutigen Beispiel an, wie das aussehen könnte bei einer Daimler, wenn eingedeckt wird. Da gehen wir mal hier wieder zurück und ich biete euch als oder Ihnen als Ergänzung mal die Deutsche Bank Aktie. Die müssen wir heute dazu nehmen. Ich weiß, ich habe nur zwei angekündigt. Wir können sie beim nächsten Mal auch ausführlicher machen, weil das so spannend ist. Die Deutsche Bank hat heute Morgen im Grunde eine außerplanmäßige Positiv-Gewinnwarnung gegeben, scherzhaft gesagt. Also sie hat eine Gewinnüberraschung gegeben. Das Q2 lief deutlich besser. Was passiert? Die Aktie schießt nach oben und jetzt könnte eben so ein Tesla-Modell passieren, nämlich dass viele in der Deutschen Bank, die short waren, eindecken müssen in den nächsten Tagen und Wochen und die Aktie allein deshalb nach oben ziehen, weil sie ihre Short-Positionen auflösen. Die Deutsche Bank war die mit Abstand am meist geschortete Aktie in den letzten Wochen und sogar Monaten im DAX. Ein immenses Volumen an Aktien der Deutschen Bank war short und leer verkauft und das könnte sich jetzt eben drehen. Und so reagieren dann Märkte manchmal auf Nachrichten. Und das bezieht sich im Grunde auf den ganzen Autosektor. Wenn da irgendwann die negative Luft der Leute auf diese Aktie, so könnte man sagen, rausgeht, dann besteht da ein sogenanntes Squeeze-Potenzial. Sowas nennt man Short Squeeze, was wir da in der Tesla gesehen hatten vor. Ich habe sie schon zugeklickt, genau. Daniel, ja? Ganz kurz, hier kam noch eine Frage rein. Du hast es eigentlich schon erklärt, aber vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz wiederholen. Klar. Kommt eine Frage rein, was heißt eindecken nochmal genau? Wer macht was? Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Genau, das kann man im Grunde so runterbrechen, damit es jeder versteht. Also ich habe Aktien leer verkauft oder verliehen oder ich bin generell short in einer Aktie und dann kommt eine positive Nachricht am Markt und ich muss natürlich diese Aktien wiederbringen. Und je länger ich warte, desto teurer kann das werden. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Aktie die ist verliehen und die Aktie war bei 100 und geht dann runter auf 80. So, dann liegen Sie ja eigentlich 20 Euro vorne, weil Sie müssen die ja irgendwann wiederbringen und können Sie ja dann zu 80 sich am Markt kaufen, haben Sie einen 20er Gewinn gemacht. So, wenn die Aktie jetzt aber nach oben schießt, dann kann das sein, dass Sie die irgendwann am Markt für 120, 130, 140 zurückkaufen müssen. Und ab der 100 laufen Sie ja massiv in den Verlust rein. Und den wollen Sie vermeiden und deswegen müssen Sie vorher sich sozusagen eindecken. So kann man das runterbrechen und das ist ein Phänomen am Markt, was sich gerade zeigt bei so Titeln, auf die alle eben negativ sind. Bestes Beispiel von Eindeckung oder von Verwerfung, wenn sowas passiert, das kennen Sie vielleicht aus dem Währungsmarkt vor ein paar Jahren. Da gab es mal dieses Phänomen Euro-Schweizer-Franken, als alle auf die 1,20 gesetzt hatten und dann ging es in eine komplett andere Richtung und jeder musste da Markt was eindecken und es gab eine unglaubliche Verwerfung. Auch das war so ein ähnlicher Fall, aber Tesla eben vor zwei Jahren ist exemplarisch dafür und dann zog eben nur diese ja fast technisch bedingte Nachfrage die Aktie nach oben, ohne dass allzu viel fundamentales Neues passiert war. Also ich denke, das hast du gut erklärt. Was man sagen muss, in der Regel sind das auch Hedgefonds, die auf fallende Kurse setzen und die sich dann am Ende wieder, wie es hier geschrieben wurde, eindecken, im Prinzip dann wieder Aktien zurückkaufen müssen auf einem höheren Niveau, weil sie nicht in die Verlustzone geraten wollen. Aber du hast es ja beispielhaft jetzt schon ganz gut erklärt. Ich denke, damit müsste es klar geworden sein. Genau. Und dann gehen wir bei der Daimler nochmal zurück und ich fange mal über diese Variante an, bei den Endlos-Turbos und wir können uns mal angucken, womit man denn handeln kann oder was man denn aussuchen kann. Also dann gehen wir mal in die Kategorie Aktien und nehmen dann den Basiswert mit
Daimler, da ist sie, nicht die Danone. So, und Es ist gut, dass du das machst, dann muss ich das nicht machen. Dann kannst du mal schön jetzt hier auswählen. Ich schau mal zu. ach so, genau. So, und jetzt kann man sich einfach machen und scrollt hier schon ein bisschen, bis man irgendwann dann bei der 5 ist. Man kann aber auch einfach das Ganze noch eingrenzen und sagen, so, ich mache jetzt mal 4 bis 6. Ups, 4 bis 78, nein, 4 bis 6. Genau, dann bleiben noch 12 Produkte über. Und wenn ich dann sage, na komm, die Daimler ist jetzt nicht ganz so volatil wie eine Wirecard, ich will sogar etwas offensiver rangehen, dann gehe ich hier drauf auf alle Ergebnisse auf einer Seite und sollte eigentlich, ach, na klar, ist andersrum sortiert. So, dann greife ich mir die erste 5,77er Hebel und das wäre, kostet passenderweise 99 Cent, fast wie im Supermarkt, könnte man sagen. Zufall ist das aber, habe ich nicht so ausgesucht. Die DG9U5H, und das wäre eben dann das passende Instrument, wenn man sagt, okay, die Daimler hat bald das Schlimmste hinter sich, vielleicht eine positive Überraschung möglich, und man möchte mit Hebel 5,77, also knappe 6, darauf spekulieren. Abstand zum Basispreis und zum Knockout ist ja gleich, weil es ein Open-End-Turbo ist. 17% Puffer habe ich bis zu 47,35 Euro Marke. Also das wäre das, was ich eben auf die Daimler erwarten kann. Genau. Und natürlich greife ich mir so ein Produkt dann etwas antizyklisch, muss man sagen. Denn wir können natürlich mal gucken. Das ist ja schon länger von euch emittiert, Markus. Also schon länger am Markt. Irgendwo ist das bestimmt auch verzeichnet, aber Ja, ich das bin. siehst du, wenn du ein Stück runter gehst, noch ein Stück runter, Genau. da müsste es ja da Ah, vielleicht so schon sehr sein. lange. Okay. Das ist schon 2,5 Jahre lebendig quasi, Es, es genau. lebt, es lebt schon relativ lang, ja. Genau, lebt schon lange, tut dem Produkt aber überhaupt keinen Abbruch. Gibt es übrigens häufiger, wenn ich auf Einzelaktien handle, dass ich dann sage, okay, ich nehme mir eine WKN und wenn ich mit der Aktie mich wohlfühle oder mit dem Basiswert und den immer wieder handle, handle ich privat dann auch häufig einfach die gleiche WKN. Ich suche mir dann gar nicht mal unbedingt eine neue raus, sondern das kann ja auch interessant sein. Da hat man sogar innerhalb der WKN oder innerhalb des Produkts so eine Art Preisgefühl und kann sich da auch ein bisschen langhangeln. Aber schauen wir auf das Papier eben genau. Also ist jetzt vom Tief etwas erholt schon wieder. Das war ja Ende Juni bei der Daimler das Tief und jetzt sind wir bei einem Euro. Und ja, vielleicht, Benny, möchtest du noch ein bisschen was ergänzen? Ich lasse das Produkt mal einen Moment stehen. Ja, Ansonsten, wenn du durch bist, kann ich auch gerne so den Abspann übernehmen. okay. Wir haben jetzt kurz Cool. vor 8. Es sei denn, du Ja. hast noch was Wichtiges, was wir auf jeden Fall nicht verpassen sollten. Nee, das Wichtigste war, dass ich die Uhr nicht gesehen habe. In der Tat noch 3 Minuten. Nee, dann bin ich durch. Und du, Benji auch, ja? Ja, ich hätte jetzt auch nochmal Wert auf den Hebel gelegt, dass man da unbedingt nochmal drauf schaut. Auch eine Daimler, das ist eben das, wo man sagt, ach Mensch, ich halte schon mal den Finger rein und guck mal und dann nehme ich eben moderaten Hebel und gehe auch da nicht volle Pulle schon rein in so einer Situation, wie ich es auch im Chart gezeigt habe. Prima. Und weil es ja von euch noch mehr gibt, da hatten wir auch schon zwischenzeitlich hier im Chat einige Anfragen, ob das jetzt ein One-Off war, eine einmalige Sache mit euch. Sie sehen das jetzt hier oben rechts. Ich habe da so einen kleinen Störer eingebaut. Also wir haben natürlich ja noch mehrere Termine mit Feingold Research. Wir freuen uns da auf eine Serie. Wir machen das jetzt erstmal im zweiten Halbjahr und wir werden sicherlich auch im nächsten Jahr einiges mehr von euch hören und vielleicht das ein oder andere noch ausbauen. Aber die nächsten Termine mit euch 10.9., sprich 10. September, 29. Oktober und 19. November. Wir haben das auch auf unserer Internetseite aktualisiert. Wir wollen ein bisschen frischen Wind reinbringen. Ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen heute. Besonders gut gefallen hat mir die Interaktion mit euch. War sehr spannend. Habe ich mir in der Tat, hat meine Erwartungen übertroffen, muss ich wirklich sagen. Es war super, mir hat es viel Spaß gemacht und ich möchte natürlich noch einen kleinen Ausblick auf nächste Woche geben, was Sie da erwartet bei uns am 23.07. Und zwar ist das Thema dann bei uns Fokus Rohstoffmärkte und da wird unser Rohstoffexperte von der DZ Bank, der Gabor Vogel, bei uns sein und es wird dann im Prinzip Analysen und Entwicklungen an den internationalen Rohstoffmärkten
geben und die werden dann beleuchtet. Insofern, ich glaube, eine runde Sache heute. Wir haben fast eine Punktlandung geschafft. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Es war sehr spannend. Ich hoffe, die Teilnehmer haben das auch so empfunden. Ich denke aber schon, wir hatten sehr, sehr gute Klickraten, wie ich es hier so gesehen habe, oder Beiträge. Ich möchte auch mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit von der Partie sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Restabend und vielleicht könnt ihr beide auch noch ein Schlusswort abgeben und dann bringe ich die letzten Folien. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Montag, wenn Sie dabei sein möchten. Ja, ich möchte mich auch recht herzlich bedanken, vor allem bei jenen, die uns vielleicht vorher noch nicht kannten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und Freude gehabt mit unserem Webinar und falls es irgendwelche Nachfragen gibt, meldet euch gerne auf unserer Seite, seht ihr die E-Mail-Adresse, die ist info@feingold-research.com oder eben bei Markus und bei der DZ Bank. Da wird euch auch geholfen natürlich. Uns hat Spaß gemacht und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und was wir vielleicht auch noch machen können, ist, dass wir vielleicht im Nachgang einfach nochmal die zwei entsprechenden Internetseiten, die ihr auch aufgerufen hattet, also eure, sprich Feingold Research Seite und Börsengeflüster, dass wir die vielleicht, dass ihr die einfach nochmal, dass wir die ja im Nachgang nochmal posten, sodass sie die dann auch vollständig haben. Und ja, ich freue mich natürlich auf unsere nächsten gemeinsamen Webinare zusammen. Ja, jetzt aber soll es gut sein und danke euch beiden. Einen schönen Abend allen zusammen.